Henning Zimmermann vom Bündnis NoPAG Nürnberg und bin Pressesprecher. Wir sind ursprünglich Studenten gewesen, die sich für Erlangen und Nürnberg eine Demo überlegt hatten, weil wir einfach mal einen Unterschied machen wollten. Einfach mal was gegen dieses unsägliche Polizeiaufgabengesetz, das in Bayern neu kommen soll, zu tun. Und dann haben wir uns mit der Linken in Verbindung gesetzt, weil die am gleichen Tag wie wir auch in Nürnberg eine Demo geplant hatte. Und so haben wir dann mit den Linken zusammen kooperiert, um ein möglichst breites Bündnis von Leuten zu erreichen. Und ich glaube, da können wir echt ganz froh sein, dass wir Leute von FDP bis Linke dabei haben, dass wir Leute dabei haben, die parteilos sind, dass wir Leute dabei haben, die ja, sich noch nie für Politik interessiert haben, die jetzt dabei sind. Und Fußballfans, einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft, das ist super cool. Und wir wollen hier eine Diskussion erzeugen, wir wollen, dass über dieses Gesetz geredet wird, weil viel zu wenig Leute wissen, was überhaupt Phase ist hier. Und ich glaube, das wird heute ein richtig schöner Abend. Traumwetter haben wir. Ja, wir glauben, dass dieses neue Polizeiaufgabengesetz in der jetzigen Form überhaupt nicht umgesetzt gehört. Erstmal sind da einige Grundrechtsverstöße drin, wie zum Beispiel die Verlängerung dieser Sicherungshaft und auch das präventive und leichtere Verteilen von Aufenthaltsver- und Gehboten. Das ist einfach überhaupt keine gute Idee. Auch das präventive Ermitteln bei immer geringeren Gefahren sehen wir sehr kritisch, weil wir denken, dass präventive Ermittlung sowieso einen ganz, ganz faden Beigeschmack hat. Erstmal schon mal ganz allein aus dem Grund, dass darüber viel zu wenig diskutiert wird. Deshalb sind wir auch auf der Straße, weil wir eben wollen, dass darüber geredet wird und weil das so nicht kommen darf. Da sind einige Grundrechte in Gefahr zum Zwecke einer Sicherheit, die in Bayern eigentlich schon gegeben ist. Deshalb sehen wir das nicht ein. Also zum einen ist ja dieser Ausbau von immer früherer Ermittlung mit immer mehr Mitteln gegen immer unschuldigere Leute sozusagen, hat einfach einen ganz undemokratischen Touch. Auch die Ausweitung von Bodycams und Filmen, auch auf Demonstrationen, die friedlich sind, von denen kein großes Gefährdungspotenzial ausgeht, um das dann am Ende auswerten zu können, das ist pur undemokratisch. Und auch die frühere Inhaftierung für länger, die dann aus der Zelle heraus erst verteidigt werden kann, um jemanden Sicherheit zu verwahren, darf so unserer Meinung nach nicht kommen. Und wir glauben nicht, dass das der richtige Weg ist. Wir glauben, dass die Polizei zwar verbessert werden kann, aber nicht auf diese Art und Weise. Und deshalb gehen wir heute auf die Straße.